Willkommen zu einem neuen Apex Legends Video von mir und heute werde ich euch zeigen, wie ihr in Season 5 Wraith Main werden könnt. Also bleibt dran und weiter geht's nach dem Intro. Die Wraith hat ja im letzten Update einen Nerf, aber auch einen Buff bekommen. Bedeutet, dass ihr Spielstil sich ein wenig geändert hat. Kommen wir aber schon zu Tipp 1. Wraith war schon immer ein usefuler Champion, um euer Team von Punkt A zu Punkt B zu bringen. Also zeige ich euch, wie ihr die Portale richtig einsetzt. Wenn ihr ein Portal einsetzt und ihr über eine Fläche rennt, wird der Gegner sehen, dass ihr gerade ein Portal setzt. Was ihr aber verhindern wollt, ist, dass der Gegner sieht, von wo das Portal herkommt und wohin ihr es setzen wollt. Damit er nicht so leicht euer Portal nutzen kann, um zu pushen oder zu fliehen, solltet ihr immer beide Portalendstücke gut versteckt platzieren. Wenn ihr das Portal platziert habt, solltet ihr euch immer am besten über dem Portal positionieren, um immer einen guten Blick auf das Portal zu haben, um zu sehen, wer da herauskommt. Worauf ihr außerdem immer darauf achten solltet, ist, dass ihr euer Portalendstück, also Punkt A und Punkt B, immer in der Nähe von Schutz platziert, damit immer eure Teammates, wenn sie in das Portal gehen oder daraus herauskommen, immer Schutz vor Schüssen haben. Das Schlimmste für ein Team ist, wenn ihr ein Portal mitten im freien Feld platziert und eure Teammates ohne Schutz herauskommen. Der nächste Punkt ist, dass ihr immer versuchen solltet, euer Portal in Richtung Wand zu platzieren und euren Ausgang auch in Richtung Wand zu platzieren. Da, wenn der Gegner aus dem Portal rauskommt, er eine 180-Grad-Drehung machen muss, um euch ins Visier nehmen zu können. Das verschafft euch einige Sekunden Zeit, um ihn ein ganzes Magazin reinzudrücken zu können oder um zu fliehen. Ihr könnt auch versuchen, euer Portal ein Stück über dem Abhang zu platzieren, damit, wenn die Gegner dort reingehen, die über die Map fallen. Das klappt aber nur ortsbedingt. Kommen wir aber zu meinem zweiten Tipp. Das Portal setzen ist situationsabhängig. Es gibt mehrere Situationen, wo man das Portal anders nutzt. Eine der Situationen ist, wenn ihr euer Portal zum Pushen nutzt. Das kann dich und dein Team vor einem dritten Team schützen, indem, wenn ihr ein Team getötet habt, ihr dann das Portal nimmt und geschützt seid vor dem dritten Team, um euch erstmal in Ruhe heilen zu können. Eine weitere Situation ist, wenn einer deiner Teammates genockt ist und ihr ihn retten wollt. Ihr könnt euer Portal dazu nutzen, um eure Teammates zu retten, indem ihr einen Teil des Portals in einem sicheren Platz platziert und das Gegenstück nutzt, um es in einem gedownten Teammate zu platzieren, damit er zum Beispiel hinter einem Stein hochgeholt werden kann. Eine weitere Situation ist, wenn ihr in einer schlechten Position seid, könnt ihr mit eurem Portal und eurem Face aus der brenzligen Lage heraus teleportieren. Was auch eine Situation ist, ist, wenn ihr mit einem Portal flieht und euer Team mitnehmen wollt, aber die noch nicht bereit sind, könnt ihr euer Portal auch halten. Ihr habt keinen Timer, der euch sagt, wann ihr das Portal setzen müsst. Ihr könnt einfach stehen bleiben und darauf warten, bis euer Team bereit ist. Kommen wir zu meinem dritten Tipp. Seit dem Update wurde Wraiths Phasen ein wenig geändert. Man hat mittlerweile, bevor man phased, eine kleine Animation, wodurch sie langsamer wird. Ihr könnt aber effektiv phasen, wenn ihr zum Beispiel einen Berg heruntersleidet, da ihr schneller am Sliden seid und so weniger Schüsse aufnehmen müsst. Ihr könnt, wenn ihr in einem 1 gegen 1 seid, auf einer Stelle euch wegphasen. Ihr solltet nur, wenn ihr in der Animation seid, nach links und nach rechts drehen, springen und ducken, um wenig Schaden zu nehmen, weil so der Gegner nicht viele Schüsse landen wird. Wenn ihr phased, um euch in Ruhe zu heilen, solltet ihr auf einen Highground-Punkt hochphasen, damit ihr einen Blick auf das Spielfeld habt und euch in Ruhe heilen könnt, ohne Sorge zu haben, abgeschossen zu werden. Kommen wir zu meinem letzten Tipp. Wraith hat die Passive, euren Teammates eine Warnung zu sagen, wenn ein Gegner euch gesehen hat oder euch gerade anvisiert. Sie sagt außerdem, wenn der Gegner gerade mit einer Sniper oder mit einer anderen Waffe auf euch zielt oder ob gerade Fallen um euch herum platziert sind. Das bereitet euch einen Vorteil, euch auf den Kampf vorzubereiten. Ihr könnt ein wenig auf der Stelle stehen und springen, um den Gegner schießen zu lassen, um zu erfahren, von wo er schießt. Das war's von meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde sie mir
zu Herzen nehmen. Außerdem schreibt bitte in die Kommentare, was für ein Video ihr gerne sehen wollt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!